Sie muss mal sehr wichtig gewesen sein, die Schönburg in Schönburg, denn sonst hätte man diese nicht dort errichtet, wo die Reste heute noch stehen. Damals wurde sie, wie andere Burgen auch, in Feindesland, im Land der Slawen, errichtet. Dass die Slawen nicht begeistert waren, von den Christen ein solches Bollwerk vor die Nase gesetzt zu bekommen, lässt sich an den über 3 Meter dicken Mauern des Bergfried erahnen, der die Eindringlinge vor den damaligen Einheimischen schützen sollte. Da fangen wir ungefähr im Anfang des 11. Jahrhunderts an und da ist die Saale Grenzfluss zwischen dem großen Frankenreich und dem Niemandsland der Slawen. Und da ist an allen wichtigen Punkten eine Burg gebaut worden als Reichsburg, also nicht als private Burg von irgendjemandem, sondern im Auftrage des Reiches. Und die mussten ja dann mit irgendjemandem oder irgendjemand musste die bewirtschaften. Und da waren es eben hier in unserem Fall das Geschlecht der Schönburger aus der Linie Glauchau-Waldenburg. Und die waren die ersten Lehnsnehmer und die haben den Namen hier gelassen. Also ganz ursprünglich soll hier seit dem 10. Jahrhundert ein hölzerner Vorgängerbau gewesen sein. Dieser Burgberg ist nachgewiesen schon sehr lange bewohnt worden, aber erst mit der Ausdehnung des Frankenreiches nach Osten und der Grenzziehung ist dann hier eben wirklich mit steinernen Burgen angefangen worden. Und die erste Urkunde, die es überhaupt von der Schönburg gibt, ist 1157, obwohl man davon ausgehen kann, dass die Anfänge des Burgenbaus 100 Jahre älter sind. Die Saale war der Grenzfluss und die von Schönburg hatten einen großen Drang nach Unabhängigkeit. Die Aussicht über das Saaletal spricht jedenfalls für sich. Und das, was so Albrecht der Bär in diesem 12., 13. Jahrhundert gewesen ist, was mehr so nördlich Magdeburg, Altmark, Berlin diese Gegend ist, das kann man sich vorstellen, dass das die Schönburger hier in unserer mitteldeutschen Gegend waren. Die sind auch politisch und kämpferisch so stark gewesen, dass die sich sogar gegen den Kurfürsten durchgesetzt haben, dass das fast ein Jahrhundert gedauert hat, ehe die dem Kurfürsten dann untertan geworden sind. Die sind in den Reichsgrafenstand gehoben worden und die haben sich dann mit dem Kurfürsten eigentlich dann erst zu einem Deal bereit erklärt, dass sie quasi dem Kurfürsten untertan sind, aber trotzdem selbstständig bleiben. Natürlich war das Leben damals auf einer Burg ganz anders, als man sich das heute vorstellt. Es gab noch kein Geld, es wurde nur Tauschhandel getrieben, die mussten irgendwo von leben und das war eigentlich nur Landwirtschaft. Und das, was wir uns so von Rittertum und Haut drauf vorstellen, das ist sicherlich die geringste Zeit, ansonsten haben die für ihren Lebensunterhalt gearbeitet. Das Leben in und um Schönburg schien weitestgehend friedlich gewesen zu sein. Im Sächsischen Bruderkrieg von 1446 bis 1451 brannte die Burg zwar nach der Einnahme durch Apel von Wittstum aus, bedeutende historische Ereignisse fanden an anderen Orten statt. Dennoch ging die Zeit an der Burg nicht spurlos vorbei. Es wurde viel verändert, umgebaut, neu errichtet, aber auch abgerissen. Die Umfassungsmauern und der Turm, das ist der originale Baubestand aus dem 12. Jahrhundert. Und das, was eben unser Schatz ist, das ist der Turm, der im Prinzip komplett erhalten geblieben ist. Zugang zum Turm erreichte man über eine Zugbrücke in 8 Metern Höhe. Doch das war nicht die einzige Sicherheitsmaßnahme. Der Zugang hinten zur Kernburg, dort war nochmal eine Zugbrücke angebaut, nochmal ein extra Torturm, der ungefähr 100 Jahre später angebaut worden ist. Und das lässt sich eigentlich nicht erklären, warum zu der Kernburg nochmal ein separater Zugbrückenzugang gebaut worden ist. Also gab es wohl doch den einen oder anderen Konflikt oder die von Schönburg gingen einfach auf Nummer sicher und hatten sich ihr Heim und den Turm entsprechend eingerichtet. Dort ist ein sehr schöner Kamin eingebaut und die Steinmetzarbeit ist so gut, dass der Denkmalpfleger sagt, das ist nicht als Wärmestube für die Wachmannschaft gewesen, sondern das ist eben ein Winterwohnturm. Und unter welchen Umständen die damals gelebt haben, ob die ihre nicht nur die Katze und den Hund, sondern auch noch die Ziege und die Hühner mit reingenommen haben, das wissen wir heute leider alles nicht mehr. Denn Aufzeichnungen zum Leben in und um Schönburg gibt es nur sehr wenige. Schätzungsweise 20 bis 30 Personen haben damals in der Burg gelebt. In den Dörfern ringsum waren es nicht unbedingt viel mehr. Beachtlich ist da natürlich, dass dennoch genug Ressourcen vorhanden waren, ein solches Bauwerk letztlich in Handarbeit errichten zu können.
Die Leute mussten ja auch irgendwo von leben und das musste ja natürlich auch ein bisschen interessant sein, dass so ein Adelsgeschlecht so eine Burg übernommen, bewirtschaftet und eben auch im Bedarfsfall Waffendienst geleistet hat. Dann ist so ein Burgbezirk natürlich üppig mit Landbesitz ausgestattet worden. 5 Dörfer haben hier zum Burgbezirk gehört und die sind aber während des Dreißigjährigen Krieges, also ganz speziell 1632, als Gustav Adolf hier unten durch das Saaletal Richtung Lützen gezogen ist, sind die Dörfer geschliffen worden und das war dann eigentlich Entstehungszeit, dass das Dorf Schönburg überhaupt zustande gekommen ist. Vorher gab es nur den Berg und die Burg. Und die überlebenden Bauern haben sich dann sehr schön zu sehen vom Turm hier hinten in dieser Rinne angesiedelt. Und erst im 18. Jahrhundert ist dann das Neudorf oder Oberdorf mit dem Kirchenbau entstanden und mit den Steinen hier. Deshalb ist nur noch eine Ruine übrig geblieben. Konnten sich dann oben im Oberdorf die Bauern ihre Höfe bauen. Heute ist die Schönburg ein beliebter Ausflugsort und Platz für Feste und Feiern. Und vom Bergfried hat man bei Sonnenschein einen wunderbaren Blick von Goseck bis Naumburg.